Osch, Nadelöhr der Seidenstraße, Wiege des Mogulreichs, Hauptstadt des Südens. Die zweitgrößte Stadt Kirgisistans liegt am Fuße des Alai-Gebirges, nahe der usbekischen Grenze. Neben einer atemberaubenden Landschaft können Besucher hier historische und religiöse Monumente betrachten. Die Reise in die sogenannte Hauptstadt des Südens beginnt auf dem namentlich passenden Osh-Bazar in Bischkek. Neben Früchten und Gewürzen finden Reisende hier auch Sammeltaxen, die mit großen Plakaten für ihre Reise nach Osh werben. Wer sich für die Fahrt mit dem Taxi entscheidet, sollte aber ordentlich Sitzfleisch mitbringen. Etwa 13 Stunden dauert die Fahrt. Dafür kostet sie nur etwa 10 bis 15 Euro. Zusätzlich gilt, auch der Weg ist das Ziel. Neben gesprächsfreudigen Mitfahrern lernt man dabei auch die atemberaubende Natur Kirgisistans kennen. Versorger der Seidenstraße. So lautet das Motto der Stadt Osh. Auf dem zentral gelegenen Jaima Bazar können Händler und Reisende schon seit über 2000 Jahren ihre Vorräte auffüllen. Heute kommen hauptsächlich lokal Ansässige auf den Markt. Gemüse, Gewürze, Gewänder. Die traditionellen Waren dürfen auch auf dem modernen Bazar nicht fehlen. An anderer Stelle finden Besucher aber unter anderem auch Werkzeuge, Uhren und Taschen. Die Preise der vermeintlichen Markenprodukte lassen jedoch an deren Echtheit zweifeln. Jenseits des Bazars und von fast überall sichtbar ragt der Suleiman-Tor über die Dächer Oschs. Der muslimische Grabhügel wurde schon im 13. Jahrhundert als heilige Stätte erwähnt und 2009 zum ersten UNESCO-Weltkulturerbe Kirgisistans ernannt. Auf seinen Aussichtspunkten kann man den Ausblick über die umliegenden Gebirge und die Stadt Osh genießen. Auf dem vorderen Aussichtspunkt des Suleiman-Tos soll sogar einst der Eroberer Babur im 16. Jahrhundert meditiert und sein Schicksal erkannt haben. Von seinem hier erbauten Haus ist er losgezogen, um Indien einzunehmen und dort das Mogulreich zu gründen. Noch heute dient der heilige Grabhügel vielen Muslimen als Ort der Einkehr. An seinem Fuß stehen mehrere Moscheen. Die große Suleiman-Tor-Moschee wird derzeit jedoch renoviert und ist für Besucher geschlossen. Neben seiner religiösen Bedeutung dient der Grabhügel heute auch als Ort der Geschichte und Kultur. Das in den Berg eingelassene Museum erzählt von den Lebensbedingungen der frühen Südusbeken. Auch archäologische und geologische Artefakte sind hier ausgestellt. Am Osthang des Berges befindet sich eine weitere Sehenswürdigkeit. Siedler der Bronzezeit haben hier sogenannte Petroglyphen in die Felsen geritzt. Sie stellen unter anderem Menschen, Tiere und Himmelskörper dar. Die historischen Abbildungen werden jedoch teilweise von Graffitis und Schmierereien überdeckt. Wem der schattenarme Spaziergang auf dem Suleiman-Tor zu anstrengend ist, kann sich in den Parks in Osh einen schönen Tag machen. Der Toktogul-Park in der Nähe des Rathauses ist für seine ruhige Atmosphäre bekannt. Zwischen den Bäumen sind einige Denkmäler und Statuen aufgestellt, die an Kriege und andere Katastrophen erinnern. Deutlich mehr ist dagegen im Nawai-Park los. Fahrgeschäfte und Essensstände ziehen auch unter der Woche viele Besucher an. Wer die Landschaft zwischen Osh und Bischkek schon kennt oder sie lieber von oben betrachten möchte, kann die Stadt über den örtlichen Flughafen wieder verlassen. Der Flug zurück in die Hauptstadt Bischkek dauert gerade einmal 40 Minuten.